Der Daniel Meyer zusammen mit seiner Betreuerin auf dem Weg zum Start vom Schwimmen zum Swiss Ultra 2017. Go hard or go home. Unter dem Motto steht der Swiss Ultra, der wieder zu Buch stattfindet bis zum 31. August. Ein Ultra-Triathlon, ein Ultra-Triathlon-Family. Apropos Family, das ist die Frau von Daniel Meyer, Katrin Meyer. Und mit Family sind natürlich alle Konkurrentinnen und Konkurrenten gemeint, zum Beispiel der von Miami, denn auch die Frauen, die teilnehmen. Es ist wirklich so ein Grossfamilie. Man unterstützt sich, man hilft sich, man ist freundlich zueinander und das Buch ist wirklich sehr, sehr attraktiv, was sich hier bis zum 31. August abspielt. Ihr müsst euch vorstellen, 10-mal Ironman, continuous, also hintereinander. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man 10 macht, jeden Tag einen. Dann kann man 5 Ironman continuous machen. Kein Wunder, dass hier natürlich ein Haufen Paparazzis aus der Region die Family hier eben abrichtet. Und dann kann man übrigens auch einen 5er-Pack machen, einfach jeden Tag einen. Und dann sind sie ins Wasser gegangen, Schwimmbad aufgeheizt bis 24 Grad. Bekannte Gesichter, ein Passaran, das Interesse zu Buchs ist wirklich gross und natürlich auch Helferinnen und Helfer aus der Region. Ohne die wäre das ja alles gar nicht möglich. Und dann verabschiedet sich der Daniel Meyer von seiner Betreuerin und von seinem Betreuer, Martin Mattmüller, und macht sich eben auf den Weg zu dieser Schwimmstrecke. 10 mal 3,8 Kilometer, also insgesamt 38 Kilometer. Er macht es eben continuous, er ist in der Gruppe dabei. Locker und langsam ist er reingestiegen, andere sind reingekumpelt, jeder hat seinen eigenen Stil. Und dann ist es losgegangen auf die Strecke von 38 Kilometern in diesem internationalen Feld. Und ich habe die Zeit genutzt und habe mit dem Betreuer von Daniel Meyer, mit dem Martin Mattmüller, geredet. Martin Mattmüller, ich habe das letzte Mal kennengelernt, das ist der Daniel Meyer betreut. Und ich denke, dass wenn du wieder da bist und der Daniel Meyer und sich die verrückte Sportart, das Buchse wieder abspielt, dass er komme ich daher. Ich habe meiner Tochter gesagt, ich gehe filmen. Die schwimmen 10 quasi Ironman, also ja, 10 mal 3,8 Kilometer hintereinander, dann 10 mal 180 Kilometer Velo und dann 10 mal noch 42 Kilometer laufen und das eigentlich nonstop. Meine Tochter hat gesagt, warum machen die das? Weißt du warum? Das Wichtigste ist sicher die Freude am Sport. Aber ans Limit kommen, an Grenzen kommen, sich austesten, das ist das. Und warum das das Buch stattfindet und in so einer Gruppe ist der Familiengeist. Das sind wirklich, die kommen als Familie da hin, kennt jeden. Man taucht ein in eine ganz spezielle Sportwelt, wo fair ist, wo jeder aufeinander schaut und aber auch gegeneinander kämpft. Also es geht da nicht nur um sich selber, sondern es geht auch, wer ist der Schnellste, wer ist der Zweitschnellste? Das ist sicher dann auch noch im Hinterkopf. Jetzt ist das 10 mal 3,8 Kilometer, also 38 Kilometer. Am 6. sind sie ins Wasser gegangen. Was schätzt ihr das? Können sie vor dem Morgen um 8 Uhr raus? Ja, die Ersten ganz sicher. Ich denke, die Schnellsten werden irgendwie bei 13 Stunden sein, vielleicht sogar 12 Stunden. Das wird so in dieser Dimension sich abspielen, von der Schnellsten, jawohl, ja. Ja. Gibt es eine Zeitlimit, dass man dann muss die 10 mal 3,8 Kilometer absolvieren? Das ist bis morgen Abend, das sind 25 Stunden. 25 Stunden haben sie Zeit, das heisst, man kann auch mal richtig schlafen, wenn man müde ist. Das ist durchaus möglich. Es ist, verträgt nicht jede Temperatur. Wir haben jetzt glücklicherweise 24 Grad, aber es könnte auch durchaus sein, dass es nur 21 oder 20 Grad wäre und dann kommt man schon kalt über so viele Stunden. Und dann muss man rausgehen, sich aufwärmen und dann sind die Zeiten entsprechend länger. Aber jetzt, ich erwarte so zwischen 14 und 20 Stunden sind alle draußen. Ja. Der Daniel Meyer, der du betreust, ist völlig relaxed noch dort gestanden, hat kurz noch eine Ansage gemacht, ist dann in Neoprenanzug eingestiegen, also noch Polenz, und dann ist er reingegangen. Ist er so relaxed oder spielt er? Nein, das, also spielen, innerlich merkt man natürlich eine Anspannung. Es ist eine Unsicherheit, man weiss nie mit 38 km, wie es einem geht. Es hat im Training Momente gegeben, wo es einem schlecht wird, halb seekrank kann man da dabei werden. Und dann die Nervosität, das probiert man ja nicht vorher aus. 38 Kilometer schwimmen, das haben die wenigsten von den Athleten, die jetzt hier im Wasser sind,
schon jemals gemacht. Und das ist, alle sind da angespannt vor dem Unbekannten. Schaffe ich das? Schaffe ich nur schon die erste Etappe? Und in welcher Zeit schaffe ich das? Und die können von überall her. Miami habe ich gehört und so weiter. Ja, es gibt von USA, von Europa sind die meisten, aber Übersee, USA kommen die Leute und Argentinien kommen die Leute. Ja, ja. Dani Meier schwimmt auf der dritten Wahl mit der weißen Kappe. Du hast immer ein bisschen einen Blick drauf, gell? Du bist auch als Betreuer ein bisschen angespannt. Sicher, wobei jetzt im Wasser hat man es wahrscheinlich am allerengsten. Auf dem Velo wird es dann deutlich stärker. Auf dem Wasser ist der Athlet auch völlig auf sich allein gestellt. Da kann man als Betreuer eigentlich fast nichts machen. Ich habe ihm eine Flasche Wasser angestellt oder Honigwasser und ein Tüchli, falls ein Brüllen irgendwie drückt. Das kann ich machen, aber sonst kann man da gar nicht mehr viel machen. Das muss er alleine durchkommen. Ja, das ist so. Ich werde am Wasser sein die ganze Nacht oder meine Kollegin wird am Wasser sein. Einfach zum Schauen, braucht er eine Pause und dann schauen, dass er möglichst schnell warmes Wasser bekommt und etwas Warmes zu essen. Und wenn alles gut geht, dann steigt er morgen aufs Velo, oder? Genau. Wie lange geht denn das? Die 1800 Kilometer? Ich würde sagen, das wird im Bereich von 80-90 Stunden sein. Ja. 80 Stunden, ja. Mehr sollte er nicht haben. Ja, ja. Eben. Wenn man es sich anschaut, Race Across America, 5000 Kilometer in natürlich 9 Tagen. Also, es ist schon auch eine super Leistung, wenn du es sagst, in 80 Stunden. Ja, 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 das ist. Das ist so, ja. Ja, das ist der Schweizer Rekord beim 10-fachen Ironman ist, glaube ich, irgendwie 114 Stunden. Irgendwie ganz knapp in diesem Bereich wird das liegen. Ja, ja. Wir können es beide wie nicht sagen. Wir haben keinen Fahrplan, wir haben nicht eine Liste und sagen, ja, dann wird die Pause gemacht. Wir schlafen immer 2 Stunden oder wir schlafen 4 Stunden. Wir nehmen es vorzu, wie es kommt. Er bestimmt das und ich richte mich dann an. Es ist wirklich ganz eine unbekannte Dimension, wo man da sich drin begibt, wo man muss schauen, wie man es verträgt, wie der Körper das machen kann. Das ist noch nicht sicher, wie das ist. Wir haben einfach Zeit. Das Hauptziel ist ganz sicher von jedem von diesen Athleten, ist Ziel kommen. Möglichst ins Ziel kommen und nicht müssen aufgeben. Das ist wichtiger als habe ich 120 Stunden oder habe ich 140 Stunden. Das kann man schon sagen. Das ist wichtiger. Deadline ist 31. August. Ja. Ja. Und du bleibst bis dann da? Ich bin bis dann da. Es kommt noch Heide Lindemann, der einen 5-fachen Nonstop macht, wo wir dann noch ein bisschen betreuen. Das hat andere Leute da dabei, wo nicht so viele Supporter engagieren können, wo wir auch noch sind und schauen, dass das Essen vor allen Dingen da ist. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges da. Wie tut man sich ernähren, dass man leistungsfähig wird? Und das geht durch. Der Sport kennt keine Wochenende. Ja? Der Sport kennt keine Wochenende, kein Tag, keine Nacht. Das ist, ja. Dann sehen wir uns sicher eine Woche nicht nochmal und schauen, wie es so weitergegangen ist. Das ist spannend. Jawohl, ja. Genau. Genau. Und fährst du dann einmal nach mit dem Rad? Mit dem Velo werde ich ihn ganz sicher mal begleiten. Es ist aber so, dass man da nicht darf, die ganze Zeit jemanden begleiten. Das wird nicht erlaubt. Sondern man kann eine kurze Zeit begleiten, dass man mal ein bisschen Abwechslung bieten kann. 2-3 Runden. Aber dann muss man wieder raus. Das ist einfach nicht, dass einer einen Vorteil daraus zieht und gepusht wird durch einen Partner, sondern es ist halt wirklich eine Einzelleistung, die man hier erbringen muss. Super, danke Martin, in dem Fall bis zum Wochenende. Danke, freut mich.